Wissen Sie, was Sie da hinter mir sehen? Wissen Sie, was das ist? Eine Wiese, werden Sie sagen. Falsch. Das, was Sie da hinter mir sehen, das sind 15 Millionen Euro. Keine Schwammerl. Euro, meine Freunde. 15 Millionen harte Euro für die da feine, feuchte Wiesen. Ich will sie gar nicht verkaufen, gell? Weil ich weiß ja schon langsam gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Pulver. Aber sie haben mir keine Ruhe gegeben, gell? Alle wie mehrer haben sie mir geboten, bis ich gesagt hab, jetzt hört's einmal auf, hab ich gesagt. Das ist ja unanständig viel Geld, gell? So viel ist ja dort eine sorgte Wiesen in 100 Jahren nicht wert. Aber früher hab ich eine Landwirtschaft gehabt, gell? Kleine Landwirtschaft. Was haben wir gehabt? 5 Kühe haben wir gehabt, eine Sau, ein paar Hähne, ein kleines Sach halt, gell? Was eine kleine Sache, ein Drehloch war's. Im Haus drin haben wir einen gestampften Lehmboden haben wir gehabt. Die Hähne waren bei uns in der Stumme drin. Sau auch. Bei uns hat es gestunken. Bestialisch. Nicht? Und dann haben sie den Flughafen gebaut. Nicht? Dann haben wir ausgesiedelt worden. Nicht? Dann haben wir 8 Millionen haben wir gekriegt. Da haben uns wir einen Bombenhof haben wir uns da gebaut. Alles vom Allerfeinsten. Und nach 2 Jahren haben wir in das Gewerbegebiet reingefallen. Gell? Das heißt, wir haben den Hof wieder abgerissen, weil sie uns 12 Millionen reingedrückt haben. Gell? Dann haben wir eine Villa gebaut. Toskanischer Stil, 600 Quadratmeter Wohnfläche, 12 Garagen, nicht für das Baby da, für unseren Bentley, den wir auch noch haben, 3 Porsche, 2 Maserati, einen Maybach haben wir auch noch für den Sonntag zum in die Kirche fahren. Gell? Abend werden wir schon lange nichts mehr, gell? Weil da haben wir gar keine Zeit, dass wir das ganze Pulver ausgeben. Und jetzt sind wir mit der sauren Wiesen in die dritte Stadtbahn reingefallen. Und ich muss sagen, ich sage ja zur dritten Stadtbahn. Weil das muss ja jeder, Depp muss das sehen, dass unserer armseligen Region nichts Besseres passieren hat können, als wir der Flughafen. Nicht wahr? Weil sonst dann nicht mehr heute noch hausen wie die Schweine, nicht? Und ausschauen wie die letzten Deppen. Ja gut, jetzt muss ich wieder weiter. Ich gehe heute noch in den Sugar Dance. Geht, da ist Wurstheim. Da bin ich wieder dabei. Schwarzmaß, das ist mein Getränk, sage ich irgendwie. Ich kann mir alles leisten. Ich kann mir einen Ausbach kaufen, verstehst du? Mir wurscht geschissen drauf. Aber ich trinke Schwarzmaß. Oh mein. Und wenn du einen Ferrari-Schlüssel auf den Tresen auflegst, ich sag's euch, oh mein, da kannst du alle weiter haben. Alle kannst du es haben, verstehst du? Wie es da sein. Servus. Alle kannst du sie haben.